Das Konklave im Vatikan. Eingeschlossen in der Sixtinischen Kapelle wählen die Kardinäle einen neuen Papst. Das ist ein streng gehütetes Geheimnis. Eines der letzten großen Mysterien, geschützt durch einen Eid. Da stehen auch hohe Strafen. Man darf auf gar keinen Fall in Verbindung treten mit der Außenwelt. Der Tod eines Papstes versetzt die Kirche in eine völlig neue Situation. Denn die Kirche, die katholische Kirche, ist so strukturiert, dass es eben an der Spitze diesen Kaiser gibt, diesen geistlichen Kaiser gibt. Und alles dreht sich um den Papst. Und auf einmal sind die Kardinäle nicht mehr Mitarbeiter eines Papstes, sondern das entscheidende Gremium. Mit der Wahl eines neuen Papstes beginnt das Ringen um seine Nachfolge. Ein Kampf, über den nichts nach draußen dringen darf. Alle Hinweise werden verbrannt. Doch 2005 passiert das Unglaubliche. Ein Geheimpapier überlebt die Flammen. Verfasst von einem anonymen Kardinal. Es ist der Bericht dramatischer Lagerkämpfe. November 2010. Zusammen mit dem Vatikanexperten Marco Politi folgen wir der Einladung des Papstes. Der hat seinen Palast geöffnet, damit sich 24 neue Kardinäle der Welt präsentieren können. Sie alle werden im Rahmen eines Konsistoriums ernannt, einer Vollversammlung aller Kardinäle. Ungewohnte Klänge im Vatikan. Die Weltkirche feiert auch einen neuen Kardinal aus dem Kongo, den Erzbischof von Kinshasa, Laurent Mosengo. Hier sind wir ganz im Zentrum für den großen Enthusiasmus, typischen afrikanischen Enthusiasmus für einen neuen Kardinal, der vielleicht auch Papst werden könnte. Denn in diesem Konsistorium ist es ja so wichtig, dass gewisse Netze geknüpft werden, die dann im nächsten Konklave ihre Rolle spielen können. Zwischen Glückwunsch und Smalltalk beginnt im Hintergrund der Wettstreit um die Nummer 1 in der katholischen Kirche. Wer beim nächsten Konklave ganz vorne mit dabei sein will, muss dezent auftreten. Also ein Papstkandidat muss nie zeigen, dass er Papstkandidat ist. Es ist mehr, dass es hinter ihm eine Lobby steht, die ihn vorbringt. Über die Jahrhunderte hinweg gehörten die Päpste zu den einflussreichsten Männern der Weltpolitik. Sie salbten Könige, riefen auf zu Kreuzzügen und zwangen Kaiser in die Knie. Bis ins ausgehende 20. Jahrhundert hinein schrieben Päpste Weltgeschichte. Allen voran Johannes Paul II., der eine zentrale Rolle beim Sturz der kommunistischen Diktaturen spielte. April 2005. Der Jahrtausendpapst ist tot. Über 26 Jahre prägte er die katholische Kirche. Mit ihm endet ein Kapitel Weltgeschichte. Natürlich hat man sich dann gefragt, ja, wie geht das jetzt weiter? Man konnte sich ja kaum vorstellen noch, wer kann in diese großen Schuhe hineinschlüpfen, die er hinterlassen hat, und wer kann dieses Vakuum ausfüllen. Die katholische Kirche steht am Scheideweg zwischen Tradition und Moderne. 115 Kardinäle ziehen in die Sixtinische Kapelle ein, um einen neuen Pontifex zu wählen. Ein Kardinal wird vielleicht zum ersten Mal, seitdem er Kardinal ist, hineingenommen in eine wirkliche Weltverantwortung. Es hat mich in meinem Leben kein Ereignis innerlich so angegriffen, weil ich sage, mein Gott, dass ich ja die richtige Wahl treffe. Wahl der Welt. Die Sixtina gleicht in diesen Stunden einem Hochsicherheitstrakt. Wer Geheimnisse nach außen trägt, begeht Hochverrat. Das ist ein streng gehütetes Geheimnis.
Die Menschen müssen verstehen, dass die Geheimhaltung nicht das Ziel hat, unsere Probleme zu verstecken, sondern es dient zur Bewahrung der Kircheneinheit. Durch das Geheimnis bleiben wir einig. Josef Ratzinger verliest als Kardinaldekan den Eid. Vor allem aber versprechen und schwören wir in bedingungsloser Treue und mit allen, seien es Kleriker oder Laien, die Geheimhaltung über alles zu wahren, was in irgendeiner Weise die Wahl des Papstes betrifft. Sie alle schwören. Und doch, einer der Eminenzen soll ein Konklave-Tagebuch veröffentlicht haben. Ein Verräter, der damit seine Exkommunikation, die höchste aller Kirchenstrafen, riskiert. Sigmi Deus ad Jovem. Zu den klassischen Bestimmungen des Konklave, Konklave heißt ja geschlossener Raum, gehört ja eigentlich immer noch, dass man, und das ist eine sehr strenge Forderung und da stehen auch hohe Strafen, man darf auf gar keinen Fall in Verbindung treten mit der Außenwelt. Vor dem Petersdom treffen wir den Mann, der das Konklave-Tagebuch aus den Händen des anonymen Kardinals erhalten haben will, Lucio Brunelli, ein römischer Vatikan-Experte. Wir folgen ihm in sein Büro beim italienischen Fernsehsender Rai. Hier will er uns berichten, was es mit dem Tagebuch auf sich hat. Sollten die Angaben stimmen, würden sie ein ganz neues Licht auf das letzte Konklave werfen. Doch wie glaubwürdig ist sein Informant? Seit 20 Jahren kenne ich diesen Kardinal. Er war einer von meinen historischen Quellen. Wegen unserer freundschaftlichen Beziehung sowie unseres gegenseitigen Vertrauens habe ich diese Handnotiz von ihm bekommen. Es handelt sich also um eine Notiz, die von einer Quelle stammt, die ich gut kenne. Sonst hätte ich sie nie angenommen und ihrem Inhalt auch nicht geglaubt. Immer wieder kommt es Mitte 2005 zu Vorgesprächen zwischen dem Tagebuchverfasser und Lucio Brunelli. Was will der Kardinal erreichen? Die Sache ist heikel. Dann endlich findet die Übergabe statt. Was der Kardinal in seinen Händen hält, ist eine Sensation. Will er eine demokratische Öffnung der Papstwahl? Die Notizen geben Aufschluss über einflussreiche Hintermänner und Gruppierungen, die Kardinal Josef Ratzinger unterstützt haben sollen. Will der Tagebuchverfasser die Umstände, die zu Ratzingers Wahl führten, offenlegen? Als Journalist hatte ich sofort den Eindruck, dass die Notizen eine echte Sensation waren. Es war mir bewusst, dass ich etwas wirklich Wichtiges bekommen habe. Ich spürte, dass ich einen echten Scoop in den Händen hielt. Als Brunelli die Aufzeichnungen über die Hintergründe der Papstwahl von Josef Ratzinger veröffentlicht, tobt der Vatikan. E quindi quella è una conferma. Als Bestätigung kann ich ein Gespräch mit einem anderen Kardinal erwähnen, der mir sagte, dass er diese Rekonstruktion für glaubwürdig, für authentisch hält. Zu seinen Beweggründen sagt der Tagebuchverfasser, die Welt solle erfahren, was beim letzten Konklave tatsächlich geschah. Mithilfe des Dokuments lässt sich die Dramatik der Wahl hinter geschlossenen Türen rekonstruieren. 18. April 2005, das Konklave beginnt. Zeremonienmeister Piero Marini schließt die 115 Kardinäle ein. Für die Weltöffentlichkeit heißt das warten. Die längste Wartezeit bei einem Konklave erlebte das mittelalterliche Städtchen Viterbo im 13. Jahrhundert. 11 Kardinäle aus Italien und 7 aus Frankreich brauchten nahezu 3 Jahre, um sich auf einen neuen Papst zu einigen. Um den Wahlkampf zu beschleunigen, schlossen die Stadtoberen die Kardinäle im Bischofspalast ein. Als das nichts half, deckten die Bürger das Dach ab. Doch erst bei Wasser und Brot konnten sie sich einigen. Seitdem werden zu jeder Papstwahl die Kardinäle mit einem Schlüssel cum clave eingesperrt.
auch im Jahre 2005. Und wieder kämpfen sie um die Macht in der Kirche. Wir wussten, es gibt drei Lager, vor allem im ersten Wahlgang. Das Pro-Ratzinger-Lager, ein reformbereites Lager und das große Lager der Unentschiedenen. Bis zur Wahl von Johannes Paul II. War über 500 Jahre stets ein Italiener Papst. Soll das nach dem Papst aus Polen jetzt auch wieder Tradition werden? Besonders gute Chancen werden dem Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano eingeräumt. Der Italiener ist der zweitmächtigste Mann im Vatikan, ein Kandidat des gemäßigten Lagers. Er begleitete den Papst auf seinen Weltreisen. Kardinal Sodano als Staatssekretär hatte natürlich ausgezeichnete Beziehungen zu den Kardinälen der ganzen Welt. Und er konnte so als Kardinal der Mitte gelten. Der zweite Italiener wird schon seit Jahren als Papst im Wartestand gehandelt. Der Jesuit und ehemalige Erzbischof von Mailand, Carlo Maria Martini. Der liberale Italiener gilt als moderner Reformator und Gegenpol zum konservativen Lager. Er hätte das Zeug dazu, die katholische Kirche zu modernisieren. Doch im Kampf um die Macht hat er einen Nachteil. Er ist gesundheitlich angeschlagen. Wir hofften ja, dass nachdem das so lange nicht mehr sich was bewegt hat unter Wojtyła, dass jetzt endlich sich was bewegt. Als Kandidat gilt auch der Kardinaldekan. Über 20 Jahre hinweg hat er den Kurs der Kirche geprägt, Josef Ratzinger. Er steht für die Fortführung des konservativen Kurses von Papst Johannes Paul II. Nach dessen Tod führt der Deutsche das Kardinalskollegium, gilt als Ansprechpartner und lenkt das Geschehen. Wir waren eigentlich der Meinung, Ratzinger spielt nicht die große Rolle. Er, und das war, glaube ich, so ein bisschen vorherrschend, er wird der große Papstmacher. Derjenige Papabile, der Kandidat, der von ihm empfohlen wird, der wird Papst. Die Wahl beginnt. Wie jedes Konklave folgt auch dieses strengen Regeln. Nur auf den vorgedruckten Wahlzetteln dürfen die Kardinäle ihre Favoriten notieren. Seiner Rangordnung folgend tritt dann jeder Kardinal einzeln vor die Wahlurne. Man tritt also an den Altar, der vor dem Weltgericht des Michelangelo steht. Dann allein, dann hebt man seinen Wahlzettel hoch, der zusammengefaltet ist, und sagt, ich schwöre, dass ich den gewählt habe auf diesen Zettel, den Christus, mein künftiger Richter, von mir erwartet. Diesen Eid wiederholen die Kardinäle bei jedem Urnengang, bevor sie ihren Wahlzettel abgeben. Rund 40.000 Gläubige warten unterdessen gebannt auf dem Petersplatz. Darunter hunderte von Medienvertretern. Keiner rechnet zu diesem Zeitpunkt mit Josef Ratzinger. Gegen Ratzinger sprach eben aus der Sicht dieser moderneren Vatikanbeobachtern, durch dass er ein Kirchenbild hatte, sehr gestrig war und dass er eben auch als Präfekt der Glaubenskongregation doch in verschiedenen moralischen Fragen, dogmatischen Fragen doch sehr unbeweglich erschien. Wie aber werden die Kardinäle entscheiden? Kardinale Ratzinger. Immer wieder fallen auch die Namen der Italiener. Kardinale Martini. Der anonyme Kardinal notiert sorgfältig jeden Namen. Kardinale Sodano. Kardinale Ratzinger.
Kardinale Bergoglio, Kardinale Ruini, Kardinale Sodano, Kardinale Ruini. A ogni cardinale viene dato un foglio. Jeder Kardinal bekommt eine Liste, auf der die Namen der Kandidaten stehen, auf der sie sich Notizen machen können, sowie den Wahlzettel. Dove loro potevano appuntare a fianco i numeri delle votazioni. Questo foglio veniva ritirato. Nach jeder Wahl werden alle diese Zettel gesammelt und im Ofen aus Gusseisen verbrannt. Sie helfen bei den weißen oder schwarzen Rauchzeichen. Fumata. 20.04 Uhr. Der erste Wahlgang ist beendet. Beim Verbrennen der Wahlzettel entsteht der Verkündigungsrauch. Ist er weiß oder schwarz? Ist jetzt schon ein neuer Papst gewählt? Die Massen strömen auf den Petersplatz. Erstmals nutzen die Kardinäle chemische Substanzen, die dem Signalrauch eine eindeutige Farbe geben sollen. Doch außerhalb der Sixtina herrscht zunächst einmal Verwirrung. Die haben das nicht so richtig hingekriegt, klare Weiß- oder klare Dunkeltöne zu erzeugen. Das changierte so ein bisschen. Und dann wird ja zwischendrin auch wirklich noch Papier verbrannt. Also es war ein ziemliches Gemisch, was da aus dem Kamin quoll. Und wir standen alle da und guckten, was ist das denn? Ist das jetzt grau? Ist das weiß? Ist das schwarz? Im ersten Wahlgang kann sich kein Lager eindeutig durchsetzen. Der anonyme Kardinal überträgt die Stimmen der Favoriten in sein Tagebuch. Reformkardinal Martini erhält nur 9 Stimmen. Martini wäre der Traumkandidat aller Modernen gewesen. Die Italiener sind sich nicht einig. Kardinalstaatssekretär Sodano bekommt lediglich 4 Stimmen. Ratzinger dagegen überrascht mit 47 Stimmen. Hat ihm sein hoher Bekanntheitsgrad geholfen? Als Cheftheologe des Vatikans stand er mehr als 2 Jahrzehnte an der Seite des Papstes. Und jeder Ortsbischof hatte den Kontakt zu ihm. Als Präfekt der Glaubenskongregation war er engster Berater von Johannes Paul II. Und genoss dessen Vertrauen. Der Papst war ja selber ein großer Theologe. Und er brauchte Kardinal Ratzinger auch als einen Gesprächspartner, als ein theologisches Gegenüber. Vielen Kardinälen gilt Josef Ratzinger als Garant für den bisherigen Kurs. Kardinal Ratzinger war natürlich allen bekannt, auch als Chef der Glaubenskongregation. Das hat ihm natürlich schon von vornherein einen bestimmten Platz gegeben. Doch die große Überraschung des ersten Wahlgangs liefert ein Kandidat aus dem Lager der Reformer. Der Argentinier Jorge Mario Bergoglio. Der liberale Erzbischof aus Buenos Aires hat das zweitstärkste Ergebnis erzielt und wird Ratzingers kühnster Herausforderer. Ci sono poche personalità. Kardinal Bergoglio ist einer der wenigen Kardinäle, der so eine maßgebende Persönlichkeit hat. Er ist ein Typ, der um 5 Uhr früh aufsteht. Er betet 2 Stunden lang in seinem Schlafzimmer. Er wohnt nicht bei der Kurie, sondern in einer Wohnung. Er fährt mit der U-Bahn. Seine Lieblingspriester wohnen inmitten der Slums von Buenos Aires. Er ist ein gebildeter Mensch und gehört auch nicht den Befreiungstheologen an, sondern hat seine eigene untadelige Glaubenslehre. Bergoglio hat eine so starke Persönlichkeit, dass auch die anderen Kardinäle spüren, dass er etwas mehr hat. Kardinal Bergoglio, ein Priester der Armen und Unterdrückten. Ein Papst Bergoglio aus Lateinamerika an der Spitze des Vatikans. Das wäre die Sensation. Auf dem Petersplatz ahnt am Ende des ersten Wahltages niemand etwas von dem Machtkampf der Gladiatoren in Rot. Für heute verlassen sie ihre Arena, die Sixtinische Kapelle. Über 450 Jahre hinweg werden in der Sixtina die Päpste gewählt.
Immer wieder verwandelte man die Kapelle in eine Herberge, in der die Kardinäle wählten, schliefen, aßen und ihre Notdurft verrichteten. In den 20er und 30er Jahren baute man für die Eminenzen erstmals Schlafkammern und Toiletten ein. Da waren lauter so spanische Wände aufgeteilt, an den Waschbecken, wie das so früher war. Oft, so habe ich mir sagen lassen, standen die Kardinäle Schlange an der Toilette und so, dass man gesagt hat, das geht eigentlich nicht. Doch im Laufe des letzten Jahrhunderts wurde das Kardinalkollegium immer größer und die Sixtina als Herberge zu klein. Dann hat Johannes Paul II. Ja, das ist St. Martha, das neue St. Martha, muss man sagen, bauen lassen, auch als Gästehaus des Vatikans. Die Casa Santa Marta liegt gleich hinter dem Petersdom. Wer noch gut zu Fuß ist, läuft. Die anderen nehmen den Shuttlebus. Ich hatte ein schönes kleines Appartement, eigenes kleines Schlafzimmer, ein kleines Wohnzimmer, eine Nasszelle und Telefon gab es nicht. Und Handy mussten wir alles draußen lassen, Rundfunk auch nicht, Television auch nicht. Wir waren also wirklich auf das Wesentlichste bezogen. Auch die Casa Santa Marta gehört jetzt zum Hochsicherheitstrakt Konklave. Auf den Fluren und Gängen ergeben sich Möglichkeiten für spontane und gezielte Gespräche. Hier werden die entscheidenden Koalitionen geschmiedet. Man unterhält sich bei Tisch und tauscht Eindrücke über die erste ins Nichts gegangene Abstimmung aus, hält der anonyme Kardinal in seinem Tagebuch fest. Über der gemeinsamen Mahlzeit schwebt die Frage, kann Josef Ratzinger schon im nächsten Wahlgang Papst werden? Oder bildet sich eine neue Allianz um den Reformer Bergoglio? Es waren spartanische Mahlzeiten. Wir waren in einer knappen halben Stunde wieder draußen. Nach dem Essen geht der Kampf um die Verteilung der Wahlstimmen weiter. Anhänger von Kardinal Ruini erklären, dass ihr Stimmpaket Ratzinger zufließt. Kardinäle der Martini-Fraktion lassen sich dagegen überzeugen, auf Bergoglio zu setzen. Am nächsten Vormittag um 9:30 beginnt der zweite Wahlgang. Welchem der beiden Lager gelang es in der Nacht, zusätzliche Anhänger zu gewinnen aus dem Kreis der Unentschlossenen? Welche Kräfte werden sich durchsetzen? Die Konservativen um Ratzinger? Oder wird die Zahl der Anhänger um den Reformer Bergoglio weiter anwachsen? Kardinale Ratzinger. Kardinale Ratzinger. Kardinale Bergoglio. Kardinale Bergoglio. Kardinale Ruini. Ratzinger. Ratzinger. Bergoglio. Ratzinger. Kardinale Bergoglio. Ich glaube schon, dass es eine reale Option war, dass ein Lateinamerikaner Papst werden würde. Weil bis dahin zumindest klar war, Lateinamerika ist der katholischste Kontinent dieser Welt. Warum sollen die nicht endlich einen Papst stellen? Noch vor dem Mittagessen notiert der anonyme Kardinal: Ratzinger 65 Stimmen, Bergoglio 35. Damit hat Ratzinger 18 und Bergoglio sogar 25 Stimmen dazu gewonnen. Es gibt 20 Kardinäle, die aus Lateinamerika stammten. Die meisten von ihnen wünschten sich einen lateinamerikanischen Papst. Sie hatten nicht etwa Vorbehalte gegenüber Ratzinger. Sie wollten einfach nur einen Papst aus Lateinamerika haben. Während die Weltöffentlichkeit von diesen Ereignissen nichts mitbekommt, beginnt auch schon der dritte Wahlgang. Ist die Zeit reif für einen Papst aus Lateinamerika?
Kardinale Bergoglio. Kardinale Bergoglio. Kardinale Ratzinger. Kardinale Bergoglio. Niemand konnte sich vorstellen, dass die Kandidatur von Ratzinger beinahe an Bergoglio gescheitert wäre. Wir Journalisten hatten zwar erfahren, dass Bergoglio viele Stimmen bekommen hat, aber keiner hatte geahnt, dass er bei der dritten Wahl gleich 40 Stimmen erhielt, so wie unser Kardinal geschrieben hat. Und mit diesen 40 Stimmen, einem Drittel, kann Bergoglio die Wahl Ratzingers blockieren. Allerdings nur bis zum 33. Wahlgang. Danach gilt, aufgrund einer Änderung der Wahlordnung durch Johannes Paul II., die einfache Mehrheit. Bis dahin entsteht eine Pattsituation. Und in diesem Moment des Stillstandes konnten die Kardinäle der Pro-Ratzinger-Lobby dem reformbereiten Lager sagen: Gut, jetzt stehen wir still und wir warten 30 Wahlgänge ab. Es wird eure Schuld sein, dass ihr eine zerrissene Kirche zeigt. Es wird eure Schuld sein, dass ihr eine gespaltene Kirche zeigt. Wir gehen nicht zurück. Damit Kardinal Ratzinger nicht so viele Wahlgänger abwarten muss, werden in der Mittagspause besonders einflussreiche Papstmacher aktiv, die ausgerechnet aus Lateinamerika kommen. Da gibt's erzkonservative, reaktionäre Kardinäle, dazu gehören zwei, die immer wieder genannt waren, Trujillo und Hoyos. Das sind Opus Dei-Leute, also oft vom rechten reaktionären Flügel der katholischen Kirche. Und dass die nicht mit einem Bergoglio gehen würden, war klar. Wer aber sind diese beiden Kardinäle aus Kolumbien, die jetzt so stark in den Wahlkampf eingreifen? Zum engsten Kreis um Kardinal Josef Ratzinger zählt Alfonso López Trujillo. Der Präsident des päpstlichen Familienrats unterstützte Ratzinger im Kampf gegen die Befreiungstheologen in Lateinamerika, die nach Meinung des Vatikans in ihrem Einsatz für die Armen mit den Kommunisten sympathisierten. Der zweite Lateinamerikaner ist Dario Castrillón Hoyos. Der Präfekt der Kleruskongregation ist ein kühner Verfechter des erzkonservativen Lagers. Beide Lateinamerikaner leben als Kurienkardinäle in Rom und gehören dem Opus Dei an, dessen Interessen sie mit aller Macht durchsetzen wollen. Wenn man dem Tagebuch Glauben schenkt, dann haben Trujillo und Hoyos effektiv Wahlkampf gegen Bergoglio und für Ratzinger gemacht. Meine These, nachdem ich es erfahren hatte, war relativ einfach. Einer von diesem ultrarechten Flügel hat keine Chance, Papst zu werden. Das würde die katholische Kirche nicht aushalten. Da gäbe Spaltung, das wäre zu eindeutig. Aber einen zu finden, der letzten Endes ihnen sehr nahe steht, das wäre eigentlich die ideale Konstellation. Und diese ideale Konstellation heißt eben Josef Ratzinger. Seit vielen Jahren erforscht der ehemalige Rom-Korrespondent Hans-Peter Oschwald die konservativen Gruppierungen in der katholischen Kirche. Eine davon ist das Opus Dei, das sich selbst zu den sogenannten Movimenti, den Erneuerungsbewegungen, rechnet. Stark wurden die Bewegungen eigentlich erst unter Johannes Paul II., der natürlich von seiner politischen Prägung her sowieso eine festgefügte Form näher stand als ein westlicher Kardinal oder Bischof und dann als Papst in diesen Bewegungen eigentlich den neuen Frühling, O-Ton Johannes Paul II., der katholischen Kirche gesehen hat.
Unter Johannes Paul II. Besetzt das Opus Dei zahlreiche Schlüsselpositionen im Beamtenapparat des Vatikans. Das Opus Dei hat, man spricht von 260, 280 Millionen Dollar, den Vatikan aus der Patsche geholfen, als seine eigene Bank in mafiöse Geschäfte verwickelt war. In der Kurie ist ein offenes Geheimnis, dass das Opus Dei auch gelegentlich mal notgeratene Einrichtungen finanziert. Doch was ist eigentlich das mysteriöse Opus Dei? Übersetzt, das Werk Gottes. Wir gehen der Sache nach. In Rom treffen wir den deutschen Historiker Professor Johannes Grohe, der an der Opus Dei-Universität Santa Croce unterrichtet. Es gibt so Verschwörungstheorien, das Opus Dei wolle die Kurie erobern und mache sie immer mehr in der Kurie breit. Wer vor Ort lebt und genau hinschaut, kann davon nichts feststellen, ne, und kann nur den Kopf schütteln. Ne? Welche Ziele verfolgt dann das Werk Gottes? Immerhin wird dem Opus Dei-Gründer Escrivá de Balaguer eine ideologische Nähe zum spanischen Faschismus nachgesagt. Diesen umstrittenen Ordensmann sprach Johannes Paul II. Im Jahr 2002 heilig. Eine Institution wie das Opus Dei kann am besten dadurch zu den Herausforderungen der Zeit einen Beitrag leisten, wenn man sich ganz auf das eigene Charisma besinnt. Deswegen ist für uns im Opus Dei ganz wichtig, dass wir dem treu bleiben, was der Gründer als das Gründungscharisma gesehen hat. Und für ihn war ein Bereich besonders wichtig, nämlich der, die Welt der Arbeit mit dem Evangelium zu erfüllen. Mehr noch, er hat geradezu eine Spiritualität der Arbeit verbreitet. Dennoch warnen Vatikanexperten wie Oswald vor einer Verharmlosung des Opus Dei. Die Frage, warum das Opus Dei so gefährlich sein soll, die könnte man ja damit lässig beantworten und sagen, lass doch die machen, das ist eine innerkatholische Angelegenheit, die hat mit der modernen Welt nichts mehr zu tun. Das wäre zu einfach, denn die streben ja nun wirklich danach, ihr Kirchenbild sozusagen zumindest in der katholischen Welt durchzusetzen. Und dieses Kirchenbild ist genau das, wie es bis in die 60er Jahre bestanden hat. Rom treu, verschwiegen, strenge Zucht und Ordnung, keine Religionsfreiheit. Die Religionsfreiheit widerspricht Grundsätzen. Das Opus Dei, insofern sind sie eigentlich auch nicht mit einem modernen demokratischen Staat vereinbar. Der Nachmittag des zweiten Wahltages. Welchen Einfluss haben die Anhänger des Opus Dei beim alles entscheidenden vierten Wahlgang? Morgen gibt es Neuigkeiten, flüstert Kardinal Martini einem Kollegen in der Mittagspause zu. Um eine Erklärung gebeten, erzählt er, er sehe für den nächsten Tag einen Kandidatenwechsel voraus. Der anonyme Kardinal registriert, das Lager der Reformer ist noch immer siegesgewiss. Kardinale Bergoglio, Kardinale Ratzinger, 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 Kardinale Ratzinger. Das Ergebnis ist so überraschend wie eindeutig. Im vierten Wahlgang erlangt Josef Ratzinger die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Besonnen und nachdenklich, so soll der neue Papst auf seine Wahl reagiert haben. Ich habe das noch nie erlebt, wie ein Mensch von jetzt auf jetzt ein anderer wird. Ein anderer wird. Und das ist schon, da weiß man, er ist der Papst. Der anonyme Kardinal überträgt das Wahlergebnis in sein Tagebuch. Bergoglio, 26 Stimmen. Josef Ratzinger, 84 Stimmen. Die Kardinäle müssen die Entscheidung der göttlichen Vorsehung annehmen. Sie umarmen den gewählten Papst und gratulieren ihm und sagen, wir beten zu Gott, damit er dir seine Hilfe gibt. Wir werden dich unterstützen. Nach einer halben Stunde verkündet der Kardinalprotodiakon: Habemus Papam, Kardinalem Ratzinger,
Anhänger des Opus Dei haben mir schon am Montag gesagt, Dienstagmorgen gehe ich zum St. Petersplatz, um den neuen Papst zu sehen. Er hat sich nur um ein paar Stunden verfehlt, denn am Dienstagnachmittag ist dann Papst Benedikt an der Loggia erschienen. Der konservative Flügel im Vatikan hat gewonnen und seinen Wunschkandidaten als Nachfolger Petri durchgesetzt. Die Welt darf über die Details nichts erfahren. Doch nach und nach bringen Journalisten immer mehr Einzelheiten ans Tageslicht. Neben dem Opus Dei sollen noch weitere Movimenti Wahlkampf für Josef Ratzinger betrieben haben. Ihr Sprachrohr sind die Kardinäle. Zu ihnen suchen die Bewegungen engen Kontakt, um auf diesem Weg ihre Ideen in den Vatikan zu tragen. Als besonders einflussreiche Gruppierung gelten 2005 auch die Legionäre Christi. Wir fahren hinaus vor die Tore Roms und suchen das Priesterseminar der Legionäre Christi auf. Dort treffen wir deren Pressesprecher Pater Andreas Schöggel. Mehrere Jahre hat er als Referent im Staatssekretariat des Vatikans gearbeitet. Von ihm wollen wir erfahren, wie die Legionäre Christi mit den Kardinälen zusammenarbeiten. Die engste Beziehung zu Kardinälen haben wir natürlich in den Diözesen, wo wir eine Niederlassung haben, wo wir arbeiten. Das sind Diözesen in Mexiko, in den Vereinigten Staaten, aber auch in Brasilien oder hier in Europa. Denn da ist der Kardinal dann auch der Ortsbischof, wo wir Tag für Tag sehen, was sind seine Hauptanliegen, wie arbeiten wir zusammen. Die Legionäre Christi unterstützen also die Bischöfe und Kardinäle in den Gemeinden. Darüber hinaus pflegen sie enge Kontakte zum Vatikan. Und dann gibt es natürlich auch hier an der Kurie Kardinäle, die uns oft schon lange kennen. Die Studienkollegen waren von Mitbrüdern von uns, die auch jetzt noch öfter einfach so anläuten und ins Haus kommen. Der Vatikanexperte Hans-Peter Oschwald sieht in dieser Zusammenarbeit einen rückwärtsgerichteten Einfluss. Ich glaube nicht, dass durch diese Bewegungen der Glauben neu entsteht. Ich glaube auch nicht, dass sie wesentlich dazu beitragen, dass die Leute mehr glauben, weil sie letzten Endes mit den Rezepten von vorgestern diese Treue zum alten Dogma, zur alten katholischen Kirche penetrant wiederholen. Das ist natürlich bei konservativen Bischöfen, Kardinälen hoch angesehen. Aber sie lösen kein einziges Problem der Gegenwart. Die Verantwortlichen in der katholischen Kirche sehen das jedoch anders. Für Sie sind die Bewegungen die Zukunft der Kirche. Ich habe sie fast alle bei mir im Haus und Gott sei Dank, dass wir die haben. Die vitalisieren unsere Seelsorge und machen vor Ort eine hervorragende Arbeit. Wenn wir die nicht hätten, da wäre ein großes Vakuum. November 2010. Der Papst hat seine Kardinäle aus der ganzen Welt nach Rom beordert. Nach 5,5 Jahren seines Pontifikats steht Benedikt XVI. Vor großen Problemen. Zahlreiche Krisen musste der Vatikan in den letzten Jahren durchstehen. Als ein Missbrauchsskandal nach dem anderen an die Öffentlichkeit kam, reagierte die Welt geschockt. Eine Welle von Kirchenaustritten ist die Folge. Das Vertrauen in den Papst und die katholische Kirche ist bei vielen verloren gegangen. Die katholische Kirche muss sich in den nächsten Jahren mit drei großen Problemen konfrontieren. Das erste Problem ist das Problem der Frauen in der Kirche, die eine größere Rolle spielen müssen. Das zweite Problem ist es, dass es zu wenig Priester in der ganzen Welt gibt, der Priestermangel. Und das dritte große Problem, das sehr wichtig ist für die Bischöfe, ist, dass sie Mitspracherecht erlangen, um die großen Richtungen der Kirche entscheiden zu können. Ist die Kirche bereit, sich zu öffnen? Sind unter den 24 neuen Kardinälen, die Benedikt Ende 2010 ernennt, auch Reformer? In der Bewältigung der Krise verhält sich der Papst mitunter anders, als seine Papstmacher von ihm verlangen. Während viele Konservative hinter dem Missbrauchsskandal eine Kampagne der Medien wittern, stellt Benedikt zu deren Erschrecken fest, das Übel liegt in der Kirche. Er bittet öffentlich um Vergebung.
und er ändert die Wahlordnung des Konklaves wieder, der er seine schnelle Wahl verdankt. Will er sicherstellen, dass der nächste Papst ohne Druck gewählt wird? Dio salvi Ratzinger dai Ratzingeriani. Gott rette Ratzinger vor den Ratzingerianern. Was bedeutet dieses Wortspiel? Ich finde, Ratzinger hat begonnen, sich von dieser Ratzinger-Bewegung zu entfernen. Das klingt wie ein Paradox, aber es ist nicht so. Was meine ich mit Ratzingerianern? Sie gehören zu einer katholischen konservativen Bewegung, die gegen die Progressiven sowie die Modernität der Welt sind. Noch einmal gehen wir mit Marco Politi in den Papstpalast. Uns beschäftigt die Frage: Setzt Benedikt mit den neu ernannten Kardinälen klare Zeichen gegen das alte Blockadedenken? Rechts, links? Konservativ, progressiv? Und welcher Kardinal hat Papstqualitäten? Kardinal Amato war ein sehr enger Mitarbeiter von Kardinal Ratzinger in der Glaubenskongregation. Jetzt ist er zuständig für die Heiligen. Aber ich würde sagen, das ist nur eine Zwischenstation, denn ganz bestimmt hat er einen großen Einfluss, weil er so nah dem Papst ist. Oder ist die Kirche bereit für einen liberalen Mann wie Gianfranco Ravasi, den langjährigen Kulturminister? Er hat ein großes Feingefühl für die moderne Gesellschaft. Es gibt natürlich Gläubige, aber auch Nichtgläubige, denen so ein intellektueller, aber auch warmherziger Papst wie Giancarlo Ravasi gefallen würde. Der berühmte Schriftsteller Umberto Eco hat gesagt, es wäre das erste Mal, dass ich einen Papst duzen könnte. Doch wie frei ist eigentlich ein Papst in seinem Handeln? Was wird aus dem Einfluss jener, die ihn einst zum Papst wählten? Wie lassen sich in so einem Netzwerk neue Impulse setzen? Und aus welcher Region kommt der Kronprinz, der diese Fragen in der Zukunft klären muss? Quello che mi ha più colpito è che l'Italia è prima. Italien hat die besten Aussichten mit 25 Kardinälen im Kardinalskollegium. Der zweite Staat auf der Welt ist nicht Brasilien, Deutschland oder Mexiko, sondern die Vereinigten Staaten mit 13 Kardinälen. Kanada hat zusätzlich noch 2 Kardinäle. Insgesamt hat Nordamerika 15 Kardinäle. Ich denke, der nächste Papst kommt aus Europa oder aus Nordamerika. Doch wird es künftig noch eine Rolle spielen, aus welchem Kontinent der nächste Papst kommt? Es geht vielmehr um die Frage, wer die richtigen Antworten geben kann auf die Herausforderungen der Zeit. Antworten, die für über 1 Milliarde Katholiken den Fortbestand ihrer Kirche garantieren.